Bunt, glitzernd und vor allem pompös. So kennen die Zuschauer und Zuschauerin Harald Glückler. Er ist zweifelsohne die schillerndste Persönlichkeit der 15. Staffel des Dschungelcamps 2022. Über die vergangenen zwei Jahrzehnte hat sich der Modedesigner nicht zuletzt durch seine exzentrischen Auftritte einen Namen gemacht. Seinen Durchbruch schaffte er in den 90er Jahren. Ein Blick zurück an seine Anfänge lohnt sich. Sein Look ist und war früher schon einzigartig. Im Vergleich zu heute hat sich aber so einiges verändert. Glücklers Gesicht ist gezeichnet von Schönheitseingriffen. So ließ er sich die Lippen vergrößern, die Wangen anheben, seine Falten mit Botox glätten und sowohl sein Haupthaar als auch sein Bart tätowieren. Auch sein Make-up ist permanent, um so im Dschungel rund um die Uhr gestylt und frisch aussehen zu können. Im Gegensatz zu vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Showgeschäft ging er jedoch immer selbstironisch damit um. Bezeichnete sich 2019 sogar selbst als wandelndes Ersatzteillager.